bitte kurz lesen und als Newstrader, wenn Sie das sind, haben Sie schon gelesen. So, weiter. Gut, Inhalt, das Ganze. Wie bin ich erfolgreich mit FX-Trading? Der Vorteil im FX-Markt, dann, das macht eine erfolgreiche Trading-Strategie aus. Dann gehe ich über zum Weg einer passenden Strategie und dann werde ich Ihnen ein bisschen was, zwei, drei meiner Forex-Strategien kurz aufzeigen, was ich da so tue und wie ich das Ganze handhabe. Ich muss leider, da wir keinen Klicker haben, immer wieder hier händisch auf den PC klicken, aber das kriegen wir auch hin. Was ist der Vorteil im FX-Markt? Warum handeln viele sehr, sehr gerne im FX-Markt? Ganz einfach aus dem Grund, er ist extrem liquide. Liquide vom Volumen her, er bietet alles, sagt der Herr, er bietet alles, was, was man zum Beispiel für erfolgreiches Chart-Trading oder Chart-Technik betreiben haben muss. Ja, für mich gibt es da keinen besseren Markt, vor allem wenn ich Chart-Technik drin, wie im FX-Bereich. Warum ist das so? Ein Indikator kann nur so gut funktionieren, sofern er guten Input bekommt. Und Input bekommt ein Indikator ausschließlich durch viele Kursfeststellungen, am besten pro Sekunde. Und die habe ich nun mal nur im FX-Bereich so extrem durch die hohe Liquidität. Ja, im Aktienbereich, vor allem wenn ich deutsche Aktien handle, auch schon teilweise DAX-Werte, habe ich bei weitem nicht so viel Liquidität wie im FX. Und dadurch soll Intraday auch kein Chart-Technik so schön anwendbar sein wie im FX-Markt. Hier sehen Sie selbst, allein das Handelsvolumen im US-Dollar ist täglich, das sind übrigens Milliarden, Billionen, jeden Tag. Also, dann Vorteil im FX-Markt weiterhin, ich werde sehr, sehr schnell ausgeführt, also das heißt Liquidierung von Positionen rein oder raus, es geschieht sehr schnell. Ich habe normalerweise auch super enge Spreads, aber dazu brauche ich auch nicht weiter eingehen, das wissen Sie selber auch, machen wir gleich weiter. Dann, ich habe geringe Handelskosten. Beim richtigen Broker mit engen Spreads, wo ich vielleicht nur den Spread bezahle oder wo ich noch engere Spreads habe, habe ich dann meistens auch ein sehr, sehr gutes Commission-Modell. Vor allem, wenn ich wirklich ein Heavy Trader bin, kann ich die Kommissionen so weit reduzieren, dass sie äußerst gering sind, viel geringer als zum Beispiel bei Aktien. Ich habe kein Gap-Risiko mehr. Ja? Zumindest nicht unter der Woche. Am Wochenende habe ich das Gap-Risiko, weil am Freitagabend 23 Uhr unserer Zeit endet der Forex oder der Forex-Handel und eröffnet erst am Sonntagnacht wieder. Das wäre mein Gap-Risiko. Ansonsten unter der Woche habe ich 24 Stunden, kann ich durchhandeln, habe kein Gap-Risiko. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich persönlich bei Aktien oder Aktien niemals über Nacht handle. Ich kann einfach nicht mit Positionen ins Bett gehen, wo ich weiß, über Nacht könnte der dritte Weltkrieg ausbrechen und dann sieht es mit meinen vielen Aktien ganz anders aus. Ich hasse Gap-Risiko, das ist einfach eine Situation oder ein Moment im Markt, den ich nicht beeinflussen kann. Und das passt mir nicht in meiner Art des Trades. Ich möchte immer auf die Märkte reagieren können und im FX-Markt kann ich das zu jeder Zeit oder wenn ich einen Stop-Kurs drin habe, dann würde halt nachts ausgeführt, aber ich riskiere nichts in dem Sinne, dass ich irgendwelche Sachen habe, die ich nicht beeinflussen kann. Und dann vergleichsweise geringer Kapitaleinsatz, in Anführungszeichen das gering, klar durch Ausnutzung der Margin. Ist wie im CFD-Handel. Klar, ich kann auch mit kleinem Geld, in Anführungszeichen, große Positionen bewegen, muss aber einfach höllisch aufpassen, dass zum Thema Risk und Money Management, weil durch den Hebeleffekt, durch den Margin-Effekt, das Ganze auch sehr, sehr schnell sich gegen mich drehen kann, wenn ich das nicht richtig berechne. Aber ich habe eben die Möglichkeit, mit geringem Kapital auch größere Positionen zu fahren und dementsprechend, ja, auf gut Deutsch, mehr zu riskieren, größere Gewinne zu erwirtschaften, aber auf der anderen Seite natürlich auch größere Verluste zu machen. Ich peitsche das gerade ein bisschen durch, weil jetzt interessanter kommt alles erst später. Das ist bis jetzt alles nur Theorie, die aber auch wichtig ist zu zeigen. FX handelt bei 24 Stunden, schon gesagt. Für mich sind die schönsten Zeiten des Forex-Handel, wenn ich in Europa sitze, zwischen 8 und 11 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr. 8 bis 11 ist ganz klar die Handelszeit, wo in Frankfurt die Händler an den Markt gehen, aber vor allem die Londoner Händler an den Markt gehen. In London wird im FX-Bereich die Musik gespielt in Europa und wenn diese Jungs und Mädels sich dort in der City an ihre Desks setzen und loslegen, spürt man das richtig. Ja?
Am Nachmittag sind es dann, wenn die Amis kommen. Meine Lieblingshandelszeit ist eindeutig morgens. Auch meine Strategien, die meisten sind auf morgens ausgelegt, beziehungsweise kommen sie morgens eher zur Ausführung. So, was macht eine erfolgreiche FX-Strategie aus? Also, erstens mal allgemein, Trading ist überwiegend nach Charttechnik. Ja, also FX zu handeln nach irgendwelchen anderen Faktoren, wie zum Beispiel Orderbuch, macht überhaupt keinen Sinn. Warum? Weil es gibt kein wirkliches FX-Orderbuch wie bei einer Aktie. Ja, Forex wird nicht an einem Börsenplatz gehandelt. Es gibt keinen Börsenplatz. Forex ist ein Zusammenschluss verschiedener Liquiditätspools und jedes dieser Pools hat ein anderes Volumen. Und wenn ich als ein guter Broker bin, bin ich im besten Fall bei ganz vielen Liquiditätspools angeschlossen. Ich werde nie bei allen sein und dadurch erhöht sich natürlich das Volumen. Ich kann die alle zusammen matchen und habe dann noch mehr Liquidität. Aber ich habe nie ein wirklich aussagekräftiges Orderbuch, wie jetzt zum Beispiel das Xetra-Orderbuch. Ja, obwohl das auch zum Teil gefaked ist, aber es ist einfach nicht vergleichbar. Also deswegen ist FX eher ein Trading nach der Charttechnik. Wirklich für Charttechniker wunderschön zu machen. Dann nach News-Trading, nach Politik- und Konjunkturnachrichten. Das vor allem für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht sich selber Handelssysteme entwickeln. Ja? Die Handelssysteme entwickeln, die auf Konjunkturnachrichten reagieren. Diese typischen Spikes, die wir manchmal sehen, 14.30 Uhr, Non-Farm Payrolls, dann gibt es einen Spike nach oben und unten, entweder in den Index-Futures oder eben auch in den Devisen. Das sind Handelssysteme, das sind keine diskretionären Händler wie ich, die da auf irgendwelche Knöpfe drücken, das sind ausschließlich Systeme. Wer das beherrscht und das kann und schnell reagieren kann, der hat hier eindeutig einen Vorteil am FX-Markt. Dann klar, gehebeltes Trading auf Marge, brauche ich nicht extra nochmal erwähnen. Und Beachtung von Spreads bei Nebenwährungen. Ja, also klar, man kann auch Exoten FX-Paaren handeln. Und da sollte man aber extrem auf die Spreads achten. Das ist ein bisschen brokerabhängig, aber bitte Vorsicht. Ich sage nur, euro-türkische Lira zum Beispiel, momentan sehr, sehr, sehr gefragt. Kann man gut handeln, aber nicht, wenn man ein Spread von 80 Pips hat. Dann wird es schwierig. Da muss der Kurs erstmal fast einen ganzen Cent in meine Richtung laufen, bevor ich überhaupt im Gewinn bin, beziehungsweise Break-Even bin. Das ist echt sehr, sehr schwer. Aber gut. Dann, FX-Handel ist wie die Führung eines eigenen Unternehmens. Also, Sie sollten immer wirtschaftlich denken. Ganz klar, wie ein Selbstständiger, wie ein Unternehmer. Es ist nichts anderes. Es ist Arbeit. Ja? Also, Sie müssen ein unternehmerisches Kalkül einplanen. Und Ihre Strategie muss sich auch an die wirtschaftlichen Veränderungen anpassen. Ja, und zwar an Ihren persönlichen wirtschaftlichen Veränderungen. Ich rede jetzt nicht von der Konjunktur. Ja, Ihre persönlichen. Sie müssen einfach unternehmerisch denken, wenn Sie eine erfolgreiche Strategie entwickeln wollen. Und dann kommt eigentlich das Wichtigere, die Selbstkontrolle. Wie immer, und ich sage es in jedem Webinar, Disziplin, Disziplin, Disziplin und so weiter. Also die Kopfsache, die Psyche, die Ihnen am Ende die größten Streiche spielt, die ist einfach wichtig. Also Selbstkontrolle und Trade-Analyse. Ja, was funktioniert und aus welchem Grund und wo und weshalb werden Verbesserungen opportun. Immer wieder seine eigenen Trades hinterfragen, immer wieder analysieren, die schlechten streichen, wirklich das Schlechte versuchen wegzufiltern. Es geht natürlich nur, indem ich auch wirklich trade und einfach einen Schatz an Daten habe, also an eigenen Trades habe, die ich auch analysieren kann. Sonst wird das Ganze einfach schwierig zu entwickeln sein. Was macht noch eine erfolgreiche Strategie aus? Klar, Strategie und Erfahrung. Ja, Erfahrung kommt einfach mit der Zeit. Das ist wie der Handwerker, der schon tausende Male, oder Elektriker, sage ich mal, der schon tausende Male eine Steckdose verlegt hat, der würde wahrscheinlich gerade einen Vortrag mit Ihnen halten und mit der linken Hand würde blind die Steckdose in die Wand installieren. Das ist nichts anderes beim Traden. Ganz viele Trades, die ich eingehe oder die wir Trader, ich kenne ja viele, da hinten steht einer, auch ein sehr erfolgreicher privater Trader, der macht seine Trades aus dem Bauch heraus. Diese klassische Erfahrung, diese Bauchtrades. Wenn jemand neben mir steht, der mich fragt, Giovanni, warum machst du den Trade gerade? Und ich antworte dann, erstmal, ich muss nachdenken, warum mache ich den Trade? Warum? Weil mein Bauch oder mein Auge diese Situation gerade am Markt x-fach gesehen hat und dadurch unterbewusst mein Bauch entscheidet, ja, dieser Trade wird aufgehen. Das ist nichts anderes wie das immer wieder Erleben von gewissen Situationen. Und die wiederholen sich ja an der Börse. Unternehmensnews, Quartalszahlen sind alle ähnlich. Wenn ich einen Großauftrag präsentiere, reagiert die Aktie ähnlich. Und, Gewinnwarnung, Kapitalerhöhung. Heute Morgen, vorhin hatte ich ein Seminar oben im Raum.
Windeln.de hat heute Morgen die Meldung gebracht, dass sie ihre Gewinnprognosen und Umsatzprognosen senken müssen und gleichzeitig eine Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Also gleich zwei super schlechte Nachrichten in einer. Sehr clever von der Investor Relations Abteilung, aber egal, der Kurs ist eh von 18 Euro seit Börsengang auf 47 Cent gefallen, ist eh schon egal. Aber klar, die Aktie selbst da noch 27% im Minus, gleich heute Morgen. Ja? Und so weiter. Also auch dort, das sind immer wieder dieselben Mechanismen und dann weiß man automatisch durchs Unterbewusstsein, okay, dieses und jenes habe ich jetzt zu tun. Im besten Fall ausgedrückt in Form eines Trades. Also es entstehen keine emotionalen Trades. Dieses ich habe Recht haben wollen und so weiter und ich muss jetzt handeln oder das muss man ausblenden. Emotionale Trades gehen meistens schief an der Börse oder keine Ahnung, es ist so ein Monatsende und ich habe die Miete noch nicht verdient. Oh oh. Wenn ich dann auf Druck den nächsten Trade machen muss, dann wird die Miete höchstwahrscheinlich noch teurer werden, weil ich werde höchstwahrscheinlich verlieren. Ja? Also bitte immer Geduld und Disziplin haben, immer auf das richtige Setup warten und nicht ohne Signal handeln. Notfalls mache ich eben keinen Trade. Das rede ich mir dann schön in Anführungszeichen, beziehungsweise ich rede es mir positiv, indem ich mir sage, na gut, dann habe ich wenigstens auch kein Geld verloren. Also war es auch wieder ein positiver Trade. Bevor ich etwas mache, wovon ich nicht 100% überzeugt bin, wo das Setup passt, das Signal sozusagen passt, mein eigenes, gehe ich keinen Trade ein, egal was kommt. Und klar, was auch dazu gehört, ist stetige Fort- und Weiterbildung. Aber das brauche ich Ihnen nicht sagen, Sie sind auf der World of Trading. Ich glaube, der Sinn davon ist auch, sich ein bisschen fort- und weiterzubilden. Das machen Sie automatisch. Also bitte, ein erfolgreicher Trader konzentriert sein Handeln einzig und allein auf die Sachverhalte, die seinem Erfolg förderlich sind. Nichts anderes. Keep it simple and stupid. Egal, was der Nachbar erzählt, wie erfolgreich, wie viele Tausende von Prozent der gemacht hat, ist mir alles egal. Freue ich mich für den, alles gut. Ich konzentriere mich nur und ausschließlich auf mein eigenes Trading, auf meine Sachverhalte. Und die versuche ich zu verbessern. Der Weg dahin zur passenden Strategie. Also die Gedanken bei der Erstellung einer Strategie sind immer dieselben. Ja? Positionseröffnung, Positionsgrößenbestimmung. Also wo gehe ich rein und wie stark gehe ich da rein? Dann, wie gehe ich persönlich mit den Verlusten um? Noch viel wichtiger. Es bringt mir nichts, riesige Positionsgrößen zu haben, wenn ich dann, klar, mit dem Gewinn werde ich sehr gut umgehen können, wenn ich Gewinn mache, fällt ganz leicht, aber was ist, wenn ich damit Verlust mache? Kann ich damit umgehen? Oder belastet es mich zu sehr? Das muss ich alles bedenken. Also ganz klar, maximales Initial Risiko pro Trade, aber bitte auch mal einen geplanten Ertrag pro Trade ansehen. Sich nicht immer nur auf den Stopkurs, nicht immer nur den Stopkurs festlegen und sagen, okay, bis dahin und nicht weiter, das bin ich maximal bereit zu verdienen, sondern sich auch mal ein Gewinnziel ausmachen. Ja, weil vom Gewinnen ist noch keiner arm geworden. Kann ich nur nicht oft genug wiederholen. Es ist so eine Person, je mehr Sie und je öfter Sie einen Gewinn mitnehmen, desto mehr wird sich Ihr Trading-Ego steigern. Sie werden einfach emotional gefestigt, was das Trading angeht. Und es ist doch logisch, dass wenn ich 5 Trades hintereinander im Gewinn abgeschlossen habe, fällt es mir halt viel leichter, wieder beim 6. Trade auf Enter zu drücken, als wenn ich bei 5 Mal ausgestoppt wurde. Das ist ganz klar und das ist einfach so immens wichtig für uns Trader, dass unsere Psyche gut ist, funktioniert, dass wir immer positiv sind. Extrem wichtig. Ich glaube, es gibt vielleicht wahrscheinlich wenige Jobs, wo das so extrem wichtig ist. Warum? Solange Sie nicht das Geld anderer verwalten, sondern nur ihr eigenes Geld und ausschließlich ihr eigenes Geld und bei jedem Trade mit eigenem Risiko drin sind, kommen Emotionen auf, die sind halt nicht zu beschreiben. Weil da ist jeder Mensch sowieso unterschiedlich und diese Emotionen gilt es in den Griff zu bekommen und das ist das Schwierigste beim Traden. Nichts anderes. 90%, vielleicht haben Sie diese Statistiken schon öfter gelesen, dass 90% derjenigen, die es versuchen, erfolgreich zu traden, am Ende verlieren oder ihr Kapital vernichten. Das machen sie nicht, weil sie die falsche Einstiegsstrategie haben. Das machen sie nicht, weil sie die Charttechnik falsch analysiert haben. Bla bla bla, ich kann das alles gerne mal hören. Das machen sie ausschließlich alleine, weil ihr Kopf nicht funktioniert. Weil sie Emotionen nicht in den Griff bekommen. Ich werde wahrscheinlich hebt sich gleich eine Hand. Wie oft haben sie es wahrscheinlich schon erlebt, dass sie sich einen Stopkurs gesetzt haben und dann ging der Kurs nun mal leider in die Richtung und dann kam er zum Stopkurs und auf einmal, siehe da, wurde der Stopkurs verschoben. Ja, er wurde nicht eingegangen. Ja, da ist ja noch, ich gebe noch ein bisschen mehr Luft. Und dann noch ein bisschen mehr Luft. Also was passiert da? Hoffnung.
Nochmal, ich wiederhole mich da wahrscheinlich, obwohl ich gerade eine andere Präsentation oben gemacht habe, aber am Ende geht es immer um dasselbe. Der Mensch ist so auch so gemacht, dass er das, was ihm genommen wurde, wiederhaben möchte. Der Mensch ist so. Und die Buchverluste sind das beste Beispiel dafür. Es sind ja noch keine realisierten Verluste. Kann ja noch wieder drehen. Ja, also diese ganzen Gedankengänge haben Sie wahrscheinlich schon öfter gehabt. Und glauben Sie mir, das ist das Schwierigste beim Trading. Und das macht alles kaputt. Also bitte, keep it simple and stupid. Ich versuche immer nach dem KISS-Prinzip zu handeln. Und ich versuche immer diszipliniert, weil ab und zu gelingt es mir auch nicht, mich immer an meine eigenen Regeln zu halten und so simpel wie möglich zu traden. Denn wenn Sie zu viel analysieren oder zu viel in Ihren Trade hineininterpretieren, machen Sie sich den Trade selbst kaputt. Plus die Emotion, die dann dazu kommt, dann macht es richtig Spaß. Dann der Weg dazu ist natürlich Positionsgröße und Risiko. Ja, hier habe ich es mal auf den FX-Handel ausgelegt am Beispiel des Margin-Risikos. Ja, also wenn Sie mit einer 0,2% Margin Lotgröße bei dem Hebel 1 zu 500 handeln, ich weiß gar nicht, ob das jetzt mittlerweile noch geht, nach den Verschärfungen, ob ich noch mit 500er Hebel handeln kann, aber bei dem ein oder anderen ausländischen Broker wird es sicherlich noch gehen, sondern habe ich bei dem US-Dollar-Kurs von 1,17 knapp einen Positionswert von 117.569 Dollar bei einem einzigen Lot. Aber mein Kapitaleinsatz sind nur 200 Euro oder 200 Dollar. Nee, Euro sogar. Euro, ja klar. Ja, also das heißt, ich kann mit 1.000 Euro auf dem Konto eine kleine Summe bewegen am Markt. Ja? Und das muss ich einfach immer nur im Kopf behalten. Es ist auch nichts Schlimmes dabei. Es ist auch völlig legitim und in Ordnung, dass ich das machen kann. Also mit meiner Kontogröße von 5.000 Euro kann ich 25 Lots bewegen, das heißt 2,5 Millionen Euro oder knapp 3 Millionen Dollar mit 5.000. Das ist auch alles in Ordnung. Ich muss das einfach nur in meinem Kopf behalten und dann richtig meine Position und vor allem mein Risiko immer berechnen können. Also bei einem 5.000er Kapital und der 1% Regel beträgt nun mal Ihr Risiko pro Position 50 Euro normalerweise. Das wäre im Normalfall die 5. bis 6. Pip, also die 4. Nachkommastelle im Euro-Dollar. So viel Luft hätten Sie bei einem Lot, um Ihr maximal 1% Ihres Kontos zu vernichten, sage ich mal, zu verlieren. Mehr ist es nicht. Wie schnell 5 bis 6 Lots, Pips gehen in einem Devisenpaar, wer es gehandelt hat, weiß, das kann ganz, ganz schnell gehen. Sind Sie drin und sind Sie schon wieder draußen. Ja? Portfolio-Auswirkung bei der 1%-Regel. Also wenn ein Pip nur mal 10 Dollar entspricht und der Euro-Dollar sinkt um 1%, was hat er gemacht? Dann reduziert sich ein Lotwert normal um 1.176 Dollar. 1%. Der stand bei 1,17569, sind nun mal ein Kurs von 1,16393. Das sind halt nun mal mehr als nur 5 bis 6 Pips, das sind viele, viele mehr Pips. Also haben sich 20-fache ihres eigentlichen Risikos verloren. Also was möchte ich damit sagen? Die Auswirkung der Margin-Nutzung bei Risikobestimmung bitte aufs Portfolio beachten und nicht auf den Wert, den Sie handeln. Also Sie dürfen nicht hergehen und sagen, ich riskiere 1% vom Wert, der Wert darf 1% fallen. Nee, nee. Diese 1% gilt auf Ihr Portfolio und das ist ein kleiner Unterschied bei einer Margin-Nutzung. Wenn ich natürlich eine Aktie handle und einen festen Kapitaleinsatz habe, dann ist das Ganze was anderes. Aber bei Margin-Nutzung kann das Ganze auch schön schief gehen. Sie sehen es selbst anhand einer Berechnung nochmal, wenn Sie zwei Lots handeln, also anhand eines Beispiels, Long, und sind jetzt mit 400 Euro sozusagen Ihres Kontos in den Markt, das spricht 8% Ihrer Kontosumme. Ist auch völlig in Ordnung, ist nicht übertrieben. Sie bewegen aber halt knapp 235.000 Dollar damit. Also, wenn wir wieder bei 1% sind und der Euro-Basiswert sinkt um 1%, dann verringert sich nun mal der Lotwert um die besagten 1.000 Euro oder 1.176 Dollar. Also letztendlich verliert aber Ihr Portfolio fast 2.400 Dollar. Ja, also knapp 40% Ihrer Kontogröße sind weg. Das ist die berühmte Marge, obwohl der Basiswert nur 1% gefallen ist. Ja, wieso? Denn die 1%-Regel sagt doch, ja, aber eben nicht. Und das müssen Sie einfach einmal fest im Kopf haben, dann können Sie auch problemlos FX handeln, was zumindest das Thema Risiko und Positionsgröße betrifft. Nichts anderes ist es. Dann müssen Sie die Lot Size einfach reduzieren. Ganz einfach. Sie können zwar nicht so viel gewinnen, aber Sie können auch nicht Ihr Konto ganz, ganz schnell vernichten. Das brauche ich
gar nicht weiter darauf eingehen. Ich gehe lieber weiter zu den Strategien. Also das, die Tabelle finde ich auch immer ganz schön einzublenden, weil es einfach vor Augen führt, bei wie viel Prozent Verlust ich wieder wie viel Prozent Gewinn brauche, um wieder auf denselben Wert zu kommen. Finde ich immer ganz interessant, vor allem die unteren Zahlen da unten bei 90% Minus, ist immer ganz witzig. Ja, zur Risikobestimmung, wie gesagt, man kann die 0,5 bis 1% Regel anwenden, wer es macht. Von mir aus, ich mache es nicht, ich wende immer nur feste monetäre Beträge an, die ich maximal bereit bin zu verlieren. Und natürlich kann man auch eine Risikoberechnung anhand des Chance-Risiko-Verhältnisses machen. Aber bitte, dieser Betrag sollte immer Emotionen ausschließen. Egal wie. Also es darf nie ein Betrag sein, mit dem ich nicht umgehen kann. Pro Trade. Wenn ich einen Verlust mache, der mir extrem wehtut, dann ist das der falsche Stop. Dann muss ich meine Positionsgröße entweder reduzieren oder meinen Stopkurs enger setzen. Ja, wenn ich damit nicht umgehen kann, dann bringt mir die ganze Thema Risk und Money Management nicht. Dann wird meine Psyche einfach zu stark belastet werden. Dann die Zielplanung. Wie kann ich das ausmachen? Also, häufig läuft der Markt bestimmte Preismarken an. Ja? Also zum Beispiel können es Widerstände sein oder Unterstützungen. Da kann ich Ziele ausmachen, wenn ich nicht weiß, wohin. Ja? Die liefern gute Preislevels für Gewinnmitnahmen. Warum? Weil sie wahrscheinlich wieder angesteuert werden. Na, daraus kann ich ein Gewinnziel festmachen. Dann natürlich klar für diejenigen, die Handelssysteme verwenden, auch strategische Erfassung dieser Ziele im Handelssystem. Ein Handelssystem kann mir sowas schnell berechnen, weil er einfach weiß, wo ein Ziel liegen kann und dadurch einfach mir vorgibt, wo ein entsprechendes Gewinnziel sein könnte. So, jetzt kommen wir mal zu ein paar einfachen Strategien. Ich sehe gerade, der geht auf die... Ach nee, unser. Stimmt schon. Ich sehe nämlich nur zwei Folien hier immer schon. Okay. Also, ein paar ganz einfache Strategien. Wie gesagt, KISS-Prinzip, die aber tatsächlich funktionieren. Die erste nicht so schön wie die zweite. Das ist die zweite, komme ich gleich. Aber auch die erste funktioniert ganz gut. Ganz einfach, wenn Sie mit gleitenden Durchschnitten arbeiten. Mehr brauchen Sie nicht. Dann nehmen Sie die 7er, die 14er und die 20er auf Tagesbasis. Das sind Preismarken mit hoher Beachtung der Händler. Ist einfach so. Warum? Wir sind wieder bei der Wahrscheinlichkeit. Was würden die meisten tun? Nichts anderes ist Wahrscheinlichkeit. Das sind Punkte, an denen Kurse gern in Trendrichtung drehen. Hier besondere Relevanz sind natürlich die Kreuzungen dieser Kurslinien. Am besten oder meiner Meinung nach am besten in Intraday zumindest im 5-Minuten-Chart. Hier ist ein kleines Beispiel. Der 5-Minuten-Chart mit Bewegung an den gleitenden Durchschnitten aus dem Tag. Ja, also Sie sehen selbst, ich habe leider keinen Pointer hier, ich kann kaum drauf gehen und mit der Maus, habe ich eine Maus? Die Maus sieht man auch nicht, okay, gut. Aber Sie sehen selbst, ich habe es eingekringelt, wo diese Punkte sein können, wo Linien gekreuzt werden. Und hier im zweiten ist der entsprechende Kreuz. Sie haben zwar im ersten Mal auch, das war der Test und dann geht es aber durch. Und die eine Linie durchkreuzt die andere in Trendrichtung, also Short in dem Fall. Und ein wunderschöner Einstiegspunkt. Ein ganz simpler Trade. Da gehören auch keine 1000 anderen Indikatoren dazu. Sowas funktioniert relativ häufig und ist simpel. Eine meiner Lieblingsstrategien, die sehe ich auch ein bisschen länger, Range Breakout. Also erstmal die Theorie dazu. Ausbruch aus einer 15-Minuten-Chart. Warum über Nacht? Ich schaue mir dann die Major-Paare an am Morgen, ein Blick drauf, das dauert genau eine Minute für 6 Major-Paare und sehe, hatten die eine nachtnächtliche Range. Mit Nacht meine ich Vortag 2 bis 23 Uhr bis so circa 6, 7 Uhr morgens. Und wenn die dort in einer Range, in einer seitlichen Range lagen, dann finde ich den Trade oder den möglichen Trade. Ich ziehe dann einen Stop-Buy und eine Stop-Sell-Order, also einen Long-Trade mit Ausbruch nach oben oder einen Short-Trade mit Ausbruch, wenn das Ganze aus dieser Range nach unten erfolgt. Ganz einfach, mit CRV gleich mal 1:1, also Absicherung 20 Pips nach oben und nach unten und dann go. Ich platziere beide Orders, wenn die eine ausgeführt wird, wird die andere gelöscht. Je enger diese Range ist, desto über Nacht, desto schöner oder wahrscheinlicher dieser Trade. Das heißt, ich schaue mir eine Range an, die im besten Fall unter 20 Pips ist und im schlechtesten Fall bis zu 40 Pips. Wenn sie über 40 Pips die Range war, ist der Trade für mich nicht interessant.
Ja, also diese nächtliche Range, wenn Sie es nicht verstehen, sagen Sie mir bitte. Ja? Ich kann es hier nicht anders aufzeigen. Ich kann es nur anhand der nächsten Folie ein bisschen zeigen. Ja? Also, wenn Sie diese Range in der Nacht haben, und hier sehen Sie selbst, die Range waren gerade mal über die Nacht, ganze Nacht, einfach nur ein paar Pips, dann ist die in Ordnung. Im besten Fall ist sie unter 20 Pips. Und wenn sie ein bisschen drüber ist, bis 40 ist auch noch okay, sehr viel mehr soll es nicht sein. Und dann versuche ich den Ausbruch aus dieser Range zu halten. Klappt natürlich auch nicht immer, manchmal ist es ein Fehlausbruch. So what, dafür ist der Stopkurs da. Ja? Ich würde nach 20 Pips immer rausgehen, das bin ich, aber man könnte nach 20 Pips Gewinn auch nur die Hälfte der Position verkaufen, den Rest auf Einstand legen und dann mal schauen, ob der nicht viel weiterläuft. Auch eine Möglichkeit. Ich bin halt ein kleiner Daytrader, wenn ich meinen Gewinn habe, dann habe ich ihn, dann will ich Kasse machen und tschüss. Ja, aber andere reagieren da halt anders. Ja, also kann man wunderschön machen. Das ist eine der simpelsten Strategien und Sie glauben gar nicht, wie oft die aufgeht. Nur manchmal habe ich so viel im Aktienbereich, so viel vorbörsliche Aktien-News zu tun, dass ich diese Trades übersehe. Dann schaue ich auf einmal kurz nach 9 Uhr hin, nachdem die Eröffnung im Aktienbereich gelaufen ist, schaue ich auf meine FX-Charts und sehe, verdammt, da war eine Range und schaue, da ist der Ausbruch. Wann kommt der Ausbruch? Der kommt auch meistens morgens. Und warum? Weil die Engländer da sind, die Londoner, die City Boys. Und die City Boys, denen ist es wieder langweilig, die müssen dann halt ihre Positionen ausführen. Keine Ahnung, jedenfalls bewegen die dann die FX-Märkte. Ganz ehrlich, ich liebe diese Strategie. Die ist total einfach. Sie brauchen nicht einen einzigen weiteren Indikator. Ich habe Ihnen hier einen 15-Minuten-Chart eingeblendet, theoretisch. Können Sie es auch in 5 Minuten, aber der 15er ist schöner. Aber 5 Minuten klappt das auch sehr gut, weil die Range sehen Sie ja genauso. Und Sie brauchen keinen gleitenden Durchschnitt, Sie brauchen keinen relative Stärkeindex, Sie brauchen was weiß ich was nicht, nichts. Ein Blick darauf reicht. Und wenn Sie die Range mit bloßem Auge bilden können, dann müssen Sie sie nicht mal einzeichnen. Und wenn Sie ein Handelssystem haben, das für Sie erledigt, noch besser. Klar, oder? Dann gibt es noch eine schöne Strategie, Unterstützungen und Widerstände. Markt ist und bleibt psychologisch getrieben. Wird er immer sein und ist immer so. Wahrscheinlich schon oft bemerkt, komisch, genau an der Unterstützung hat er gedreht. Ja, genau an dem Widerstand ist er abgeprallt. Warum ist das so? Warum? Nochmal Mathematik und Statistik und Wahrscheinlichkeit, weil die meisten Marktteilnehmer alle gleich denken und funktionieren. Ja, und wenn er dann durchbricht, dann geht es ganz schnell. Warum? Weil da ganz viele Stop-Buy- oder Stop-Sell-Orders drin haben und die beschleunigen dann die Bewegung. Nichts anderes als Wahrscheinlichkeit ist Trading. Keep it simple and stupid. Und das sind Unterstützungen und Widerstände. Das sind ebenfalls Preismarken, eben mit hoher Beachtung. Da schauen nicht nur Sie drauf, da schauen ganz viele drauf. Ja, zum Beispiel wichtige große runde Marken. Ja, also ganz klassisch die 1,10 beim Dollar. Große runde Marken im DAX, die 10.000 damals. Und mich gut erinnern, bis die dann, sie wurde so oft angetestet, als sie dann durchging, ging es ganz schnell. Ging es ganz schnell weiter nach oben. Ja, das sind einfach wichtige Marken mit hoher Beachtung. Die Werthaltigkeit steigt mit der Zeiteinheit. Also, wenn ich so eine Marke in einer höheren Zeiteinheit habe, dann ist sie nun mal werthaltiger als im Minutenchart. Ist logisch. Das sind oftmals Drehpunkte für Wiederaufnahme eines Trends. Und Punkte, an denen Stop-Orders abgefischt werden. Da gibt es auch so ein paar Spezialisten im Markt, die wissen natürlich, dass bei der runden 10.000er Marke im DAX bestimmt ein paar Stops liegen. Wenn wir jetzt langsam, und wir nähern uns ja so langsam, sind nur noch ein bisschen mehr als 1.000 Punkte, dieser Marke nähern, dann wird es da auch nochmal kurz Rums machen. Ich meine nicht, dass der DAX dann von 10.000 auf 9.500 fällt, aber für die Daytrader unter uns wird auf der 10 ein paar, werden einige Stops liegen. Von wem? Von Privatanlegern natürlich. Und dann macht es halt mal kurz Rums und das Ganze fällt vielleicht weitere 50 Punkte und genau da sammeln wir das ganz schnell wieder ein. Klick, klick. Also jetzt einfacher ausgedrückt als es getan, ne? Klar. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, so einfach ist es auch nicht, aber so in der Art. Ja, und das wissen die Profis auch. Früher hat der ein oder andere Trader solche Marken auch selbst angehandelt bei der ein oder anderen Aktie. Strengstens verboten, bitte, mittlerweile. So etwas nennt man Marktmanipulation. Also wenn eine große runde Aktie, zum Beispiel eine Allianz-Aktie von 150 jetzt auf einmal auf 100 Euro fällt und die kurz vor der 100er ist, haben einige da ein bisschen was verkauft, damit die 100 kurz blinkt und damit Stopkurse ausgelöst werden. Bitte machen Sie das nicht. Da kommt die BaFin.
mittlerweile ist. Das Marktmonitor zum Führer, aber das gang und gäbe. Ich habe das natürlich nicht gemacht. Naja, egal. Also, Achtung, denn keine schlechten User-Bilder geschrieben. Ja klar, dass schnelle Gegenreaktionen in Trendrichtung möglich und so weiter. Das Ganze funktioniert natürlich nur ohne News. Also wenn ganz normaler Handel ist, aber nicht wenn ganz extreme Konjunktur oder politische News da sind, dann spielen diese Widerstände oder Unterstützungen keine Rolle mehr. Dann ist der Markt getrieben und beeinflusst aufgrund eines anderen Katalysators und der nennt sich News. Und ansonsten sehen Sie selbst, es ist einfach jedes Mal das Gleiche, das ist wie Psychologie, als wäre es wie eine Wand. Irgendwann geht es natürlich durch. Man sagt immer, es gibt so einen schönen Spruch, der sagt, beim dritten Mal geht es durch, also beim dritten Anlauf. Oder dreimal testen und beim vierten Anlauf geht es durch. Gut, letztendlich sagt jeder, was er will. Man kann es trotzdem schön handeln. Und wenn es dann durchgeht, man muss ja nicht genau den Punkt erwischen. Man kann sich auch ein bisschen drüber und darunter setzen und erst warten, ob die Bewegung nur ein Fehlausbruch war oder ob er wirklich durchgegangen ist. Und wenn er dann durchgegangen ist, habe ich immer noch genügend Zeit, mich dementsprechend zu platzieren. So können Sie auch ganz simpel Widerstände und Unterstützungen handeln. Hier, das waren die Unterstützung, hier haben Sie die Widerstände. Man macht damit natürlich keine Bewegungen, die über mehrere Cent sind, aber ich bin Daytrader. Ich nehme teilweise nur 5 Pips mit oder 10 Pips oder 20 Pips und dafür ist sowas perfekt. Und wenn ich nehme auch lieber... Ich nehme lieber 10 mal 10 Pips mit, als einmal 100 Pips. Klar ist der Trade mit 100 Pips schöner, mit dem lässt sich besser angeben. Mein Kumpel, ja, 100 Pips habe ich mitgenommen, ne? Ja, super. Aber ich gebe lieber an, indem ich 10 mal Gewinn gemacht habe. Warum? Es stärkt meine Psyche. Es stärkt einfach mein Trading-Ego. Beim 11. Mal klicke ich sofort drauf. Ja, es ist so leicht. Und ich bin kürzer im Markt. Ich setze mich weniger Risiko aus. Wenn ich mich weniger Risiko aussetze, ist mein Trade sicherer und. Wir sind wieder beim Thema Wahrscheinlichkeit. Und die 10 Pips zu erreichen, ist wahrscheinlicher als die 100 Pips zu erreichen. Sie merken selbst, wieso, weshalb, warum. Also deswegen, ich kann das gar nicht so oft hören, wie Trading hin und her, mal Tasche leer und man soll nicht so viel Position, das ist alles Blödsinn. Klar funktioniert das auch, ganz normales Swing Trading. Jeder Strategie funktioniert auf seine eigene Art und Weise. Aber das reine Daytrading, klar, es sind viele Positionen, damit muss man klarkommen. Aber ich mache das seit 20 Jahren und ich denke, bis jetzt ganz okay. Und nochmal, es stärkt Ihr Psycho. Sie werden disziplinierter, disziplinierter, disziplinierter und das ist das Einzige, was zählt beim Training. So, jetzt habe ich Ihnen ein bisschen was gesagt. Ich habe es sogar in der Zeit geschafft. Oh, Wahnsinn. Ja, danke erstmal fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Ich bin aber und bleibe jetzt aber erstmal auch am Stand. Das heißt, wenn Sie mir noch Fragen haben, entweder jetzt hier noch so in der Öffentlichkeit oder danach privat. Ja, ich danke fürs Zuhören und wünsche noch ganz viel Spaß auf der Messe. Danke.